Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Test hier von Heroes of the Storm. Wir haben den neuesten Patch mit Sylvanas, der Banshee Queen am Start und einem neuen Map-Layout. Das zeige ich euch in den nächsten Minuten, also dranbleiben, schaut wieder rein. Also, willkommen zur Tomb of the Spider Queen. Das ist so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, aus, einem gewissen D&D-Universum geklaut, Spinnenkönigin und dann da hinten noch so ein Dryder-Verschnitt. Wer es kennen sollte, der wird sich jetzt hier gleich zu Hause fühlen. Wir müssen auf jeden Fall Edelsteine besorgen, müssen diese Edelsteine der guten Königin im Altar opfern und beschwören dann sogenannte Webweavers. Hat so ein bisschen eine Mischung aus dem Schiffslevel und den Golem-Gedöns. Lecker, lecker. Eiersalat gibt's denn heute. Siehst du, da gibt's dann diese schönen kleinen Gems. Die werden dann zum Altar gebracht. Lecker, lecker. Und dann kommen unsere leckeren Spinnenviecher runter, die wirklich sehr geil designt worden sind. Also Blizzard kann es einfach wirklich richtig gut. Designtechnisch absolut erste Sahne. Ich finde es auch gut, dass Blizzard im Gegensatz zu anderen MOBAs natürlich immer neue Maps rausbringt und immer neue Helden rausbringt, ist klar. Aber gerade in den Maps mit den verschiedenen Taktikmöglichkeiten, super geile Geschichte. So, das heißt, wir nehmen mal wieder die Top Lane. Ich habe hier einen guten Thrall am Start. Der ist mittlerweile Level 6, was für die Hardcore-Hots-Spieler natürlich überhaupt nichts ist. Für mich allerdings schon eine Herausforderung letztendlich war. Oh, ist das schön hier mit den Spinnen. Itzy-Bitzy-Spider und so. Und das ist eine 3. Bahnen-Lane, wieder mit diesen Schatten dazwischen, wo man hier dann entsprechend die Bosse und so angehen kann. Und hier haben wir auch schon die Gegner, also recht schnell. 2 Stück Top-Lane, warum ist keiner mit mir dabei? Weil die Leute am Spinnen sind. Gut, da muss ich eben so gucken. Spinnen. Ach doch, Blue Skills mit dabei. Wir machen jetzt Anubarak erstmal platt. Oh, 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 nein. Du, den kommst mir nicht. Ah doch, mein blöder Splitz war da noch nicht stark genug. Nein. Zurück, 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 geh zurück. Ja, da war es ein bisschen greedy. Tut mir leid, heilen kann ich nicht. Also man sieht hier definitiv alle Spinnen technisch versetzt. Du bleibst mal hier. Ja, das ist halt... Auf Stufe 1 ist man leider noch ein bisschen frickelig, man sieht's ja. Da macht man Lightning leider noch nicht so viel Schaden. Sonst hätte ich ihn jetzt ziemlich zerblastet. Zerhämmert. Zermahlen unter meinem Thrallhammer. Gehen wir ganz kurz nuckeln. Ja, bin ja schon dabei. Ich habe schon 2 Edelsteine. Also man kriegt auch hier im Gegensatz zu allen anderen, kriegt man hier Edelsteine von den... Hier sind sie, da liegen sie. Man kriegt es also durch Kills, das ist der große Unterschied der Minions und so. Deswegen macht das auch Sinn, wirkliche Lanes zu verteidigen. Das ist natürlich cool. Hallo, Anubarak. Und konstanten Schaden auf die abzufahren. Das ist natürlich sehr geil. Das ist ganz, ganz anders. Er hat 3 Stück, hier sieht man es auch. Jawohl, den Hammer. Apropos Hammer. Komm, holen dir. Ja, das ist zu riskant. Man sieht, ich bin ja ein bisschen am hin und her eiern, damit ich nicht direkt weggemacht werde. Dann hol ich mir noch hier. Jawohl, 5 Stück haben wir schon. Wo gehen wir die eigentlich ab? Ach, bei den Netzen wahrscheinlich. Dann gehe ich mal kurz zum Netz hier runter. Komm, da ist ein Ei. Da kann man es abgeben. Und in der Zwischenzeit musst du halt auch verteidigen, weil das ist von 4 Seiten eingehbar. Zack. Also man kann immer hin, bis es offen ist. Komme. Kurz nochmal meinen Dreischlag abgeben. Jetzt muss ich fliehen. Jetzt sind die kleinen Spinnen hinterher. Wo ist meins? Wo ist? Da. So, ist noch okay. Ich brauche ein bisschen Mana gerade. Jetzt ist okay. Beinahe Sibu. Komm, hol dir. Ja, weg ist er. Komm, hier noch den Bubble hier. Jawohl. So, immer schön die Dinge aufsammeln. So, ich gehe nochmal einen abgeben. Das ist mehr. Was wie brauchen wir eigentlich? 15. 50! Ach du Scheiße, machen wir 50 Stück, um hier überhaupt weiterzukommen. Das ist natürlich echt krass. Da ist natürlich einiges an Kills notwendig, um das hier überhaupt hinzukriegen. Aber macht soweit ganz schön Spaß, muss ich sagen. Komm, ein bisschen raus. Komm. Das ist natürlich mit Kerrigan hier richtig geil. 2 Top-DDler. Jetzt kommen sie aber an hier. Erstmal den Lightning ein bisschen schwächen. Er hat's. Jawohl, an den Barack. Wir haben dich. Das war ein Fehler von dir, mein Freund. Ist auch ohne KI. Ja, ich spiele nicht competitive. Da kriege ich immer zu sehr einen Herzkasper irgendwann. Deswegen bleibe ich erstmal im Koop. Ab und zu mal, wenn ich wirklich mit einer 5er-Gruppe, die wirklich gut organisiert ist, dann, hier sieht man sehr schön die Animation wieder, dann spiele ich auch mal PvP. Aber in random PvP musst du halt RNG-technisch echt Glück haben.
Scheiß Spinnen, deswegen erstmal ein bisschen laufen gehen. Moment, Windfury Cooldown, so. Ich bin ein Windfury. Ich liebe diesen Skill im Übrigen, ist so geil. Drei Schläge hinterher, nachher dann Selbstheilung, dann Resilience noch dazu. Also Thrall ist absolut mein Lieblingsheld, was Damage angeht. Selbst nach dem Nerf, da war er noch heftiger, muss man sagen. So, jetzt kommen wir ran. Ja, fast. Wir hatten gerade noch Minions, jetzt haben wir keine mehr. Ah, noch ein paar haben wir noch. Oh, ich muss Mana tanken. Moment, ich fokus Mana. Mr. Blue Skills. Hat er Blue Balls? Man weiß es nicht. Mal fragen, ja, wenn er Blue Balls hat. Ich gehe mal auf Anubarak wieder. Nee, da waren die Minions mal weg. Ist okay. Der flieht schon, ist okay. Fliehen ist auch manchmal ganz gut. Muss nicht immer ein Kill sein. Nicht jagen. Komm zurück. Das ist schon okay. Zack, zack. Jetzt ein bisschen zurückgehen, jetzt wieder fliehen. Minions kommen, ich brauche aber gleich wieder ein bisschen Mana. Aber wir brauchen ja so dieses Kristall, deswegen ist es wie gesagt wichtig, Minions zu kloppen. Das ist das Wichtigste hier an dem Spiel in der Hinsicht. Ja, warte mal, Minions sind es ja gar nicht. Was sag ich denn da? Ich meine natürlich Heroes kloppen. Au, 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 au. So, du bist als nächstes dran. Oh, wir haben. Oh, der hat 11. Oh ja, wir haben den ersten hier. Da kommt's raus, da kommen sie raus. Gleich platzt das Ei. Wie meine Eier auch manchmal platzen, wenn ich lange keinen Sex hatte. Hervorragend. Komm. Ja, genau, mit töten hier. Das pumpt richtig. Ja, Herzschlag. Fletch. Mal gucken, wo sie kommen. Death upon your foes. Ja, so sieht's aus. Spinnen sind nicht sind. Da kommt er. Da kommen sie runter. Hier, lecker, lecker. Gleich mal richtig schön Itzy-Bitty-Spider machen. Oh, das ist mein Gegenpart. Das ist nicht so gut, Muradin. Muss ein bisschen aufpassen. Jetzt haben sie die Lanes gewechselt. Aber wow, was ist das denn hier? Ja, das ist problematisch hier. Muradin ist bei mir echt bitterböse, deswegen. Das ist mein Counter für Thrall, oder gegen Thrall. Der tut natürlich ganz schön weh. Komm, jetzt keinen Bock nach hinten zu porten hier. Los, do it! Geht doch. Dabo, genau, das schmeckt gut. Nee, dann gehe ich den wechseln. Was ist denn unten eigentlich? Hat die schon durchgebrochen? Ey, Sylvanas ist aber auch krass. So, ich komme hier runter zu dir. Das ist nämlich eine gute Anwarung wieder. Das ist mein Opfer. Definitiv. Außerdem pushen wir hier richtig schön gerade. Gefällt mir auch sehr gut. So. Manchmal verliert man so einen ganzen Husten, so ein bisschen Überblick. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das so. Ja, der untere. Bisschen am Rand. So, ist gut. Und Blitz hinterher werfen. Zack, kaputt. Kaputt. Ja, rasen hier durch die Geschwindigkeit. Aber ich finde die Map richtig cool. Die Beste finde ich immer noch vom Style her. Die mit den Golems, wo man runter muss, weil es einfach vom Prinzip her was Neues ist, weil ein zweites Level quasi geschaffen worden ist. So, wir pushen jetzt hier nicht weiter, wir werden gleich die Helden ankommen. Jetzt gucken wir erstmal kurz hier rein, das ist ein Bruiser Camp. Das müsste ich eigentlich auf Stufe 8 schon ganz gut packen. Vor allem kriege ich jetzt eben ein bisschen Hilfe. Ja, unser Anubarak hilft ein bisschen mit, da machen wir jetzt, vor allem direkt von der Basis, das ist natürlich sehr geil. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil direkt von der Basis auch bedeutet, dass bei uns gleich was reinspringen könnte durch die Bresche. Ne, sieht gut aus. Das da meinte ich. Deswegen können wir ein bisschen laufen. Laufen. Und ich brauche eben ein bisschen Mana. Deswegen. Mana. Ich bin noch nicht so weit. Wir sind aber auch erst Level 12 und sind jetzt schon durchgebrochen. Das ist natürlich echt krass. Und hier sieht man mal wieder, sehr gut getimed. Mana ist gerade recht low. Ich könnte es wieder selber hochschrauben durch meine Resilience. Habe ich jetzt keinen Bock zu. Also, da ist Muradin wieder. Das heißt, ich gehe jetzt hier nach oben. Aber ich gebe jetzt erstmal hier die Eierchen ab. Da haben wir fast schon. Ah, ne, wir haben dann sogar wieder 55. Das bedeutet genauso wie beim Schiff und KKG. Je höher man kommt mit den. Also, wie oft man. Moment, ja, genau. Je weiter man kommt, desto teurer werden sie. Oh, Jaina! Mein Counterpart ist es nicht. Du bist eher mein. Oh, da sind noch Türme im Weg. Jetzt kommt eh gleich Unterstützung. Na, Blizzard muss nicht sein hier. Nee. Jetzt kannst du mal klicken, du. Tante. Komm. Wir haben bestimmt mal was gehabt miteinander. Jaina und ich. Der Thrall und Jaina sind ja eigentlich Freunde. If you know what I mean. Freunde. Klar. Männer und Frauen. Vor allem auch noch gut aussehende, starke, knüppeldicke, riesige Orks mit sexy Mädels. Freunde. Rule 34, meine Freunde. Rule 34, sage ich dazu nur. Die Regel 34. Wie kann man eigentlich auf diesen Namen? Muss ich auch mal fragen bei Gelegenheit.
Wisst ihr es? Ansonsten, wenn ihr es wissen solltet, warum Rule 34 so genannt wurde, dann ab in die Comments damit, direkt mal kurz einen Kommentar abzusetzen. Wer es nicht kennen sollte, nicht viel verpasst. Oder vielleicht doch. Je nachdem, worauf es so steht im Leben. Ich geb's zu, ich bin ein Mann, ich mag sowas. Ich meine, wir sind so Getriebe getrieben. Ich meine, Triebe, Tränen, Treiben, Sex und so Kram. Aber jetzt nicht hier in Hotz, sondern Hotz wird jetzt gerade erstmal ein bisschen mehr platt gemacht. Was ist das hier? Mimops, weg mit euch. Hier ist Sylvanas mit oben, kann das sein? Die hat irgendwie so einen Debuff, deswegen ist es jetzt leicht schwärzlich. Ich habe das Gefühl, die kann die Türme ausschalten. Oh, jetzt kommt sie an hier. Jetzt kommt sie an hier. Ne, Mora, den muss ich nicht haben. Aber Tassa da ist gut. Hey Tassa, na? Es geht, du alte Schlampe. Und tschüss. Ich liebe dieses Skill. Thunderang, Thunderstrike, bum bum bum. Er ist nicht der stärkste Held in dem Sinne vom Erdbeerfeld, aber er ist stark und deswegen macht er mir auch so viel Spaß, vor allem als Nahkämpfer mit richtig Rums hinter der Rübe. Und ich mag Thrall auch als Held allgemein in World of Warcraft, einer der geilsten Charaktere, die Blizzard ausgepackt hat. So, jetzt können wir das ganze Ding hier eigentlich platt machen. Den habe ich. Ah, ich habe sogar getroffen, mein Gott! Uah, ich will nicht so Moradin, ich muss nicht Moradin! Nein, nein, das ist zu viel, ich muss weg, 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 weg. Mama, was hier? Ich werde gerade gefokust. So. Hei, das war aber knapp jetzt hier. Wir haben keinen Heiler dabei, also mit dem Heiler macht das nochmal einen ganz großen Unterschied. Ich muss mal kurz hier ein bisschen. Der gräbt sich echt, also das ist natürlich cool gemacht. Gräbt sich da durch die Mauern durch. So, wir machen, basteln uns jetzt erstmal noch ein bisschen Heilung selber rein. Ich kann natürlich Schaden heilen, deswegen war das Rückziehen gerade ganz gut. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Von hinten quasi. Jaina nehme ich noch mit. Yeah, Jaina mitgehimmelt. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Nein, 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 nein. Haut ab. Ja, Leute, so geht das. So, kann man jetzt hier mal einen Turm platt machen? Das klappt wahrscheinlich noch nicht. Wir könnten auch nochmal so ein Viech platt machen. Enemy defeated! Oh nein, das ist aber alleine jetzt gefährlich. Da muss ich jetzt mal zurück hier kommen. Bisschen. Mayhem! Mayhem! Komische Stimme! Ich bin ja, ich kann nicht richtig sprechen. Ja, gut, alles klar. So, gut, jetzt gehen wir nochmal hier einen Eiersalat machen. Ein bisschen Eier dazu. Ich frage mich, was Spinnen mit diesen. Ich meine, ich weiß, was sie mitmachen. Die basteln sich menschliche Klamotten, um mit diesen menschlichen Klamotten dann rumzulaufen. Hat man gerade eben gesehen in der Cutscene. Finde ich auch sehr cool, dass Blizzard immer am Anfang der neuen Map, wenn man es das erste Mal spielt, zeigt. Also wirklich zeigt. Ne? Also, sie zeigen halt, wie die Map funktioniert. Ich glaube, die anderen MOBAs machen das auch mittlerweile, da ich aber keinen Spaß an anderen MOBAs habe, was zum einen in der Community liegt, vor allem LOL, egal ob es eines der großartigsten, geilen, super duper Teenager, feuchte Träume, Dingsbums-Spiele ist und ja, es ist nun mal eher die Zielgruppe. Dota 2 gefiel mir schon deutlich besser, muss ich sagen, einfach mal an der Stelle. Es fühlt sich ein bisschen reifer einfach an, aber das heißt nicht, dass es deswegen besser ist als LOL, es ist einfach, LOL wird existiert, es ist wie mit jeder Community, muss ich mal so sagen. Und tschüss. Es ist wie mit jeder Community. Je mehr da sind, desto mehr. Ja, nein, Muradin muss nicht sein auf groß. Selbst auf Stufe 13 nicht. So, jetzt zu gehen. Je mehr drin sind, desto mehr Idioten hast du auch nachher. So, Muradin haben wir jetzt mal gehimmelt. Und dann hast du noch das Problem, dass wenn du einmal im Spiel bist, was dir wirklich gefällt, dann supportest du das eigentlich bis zum Ende. Wirst du kein Fanboy. Und deswegen ist es halt so, dass es sich nicht wirklich lohnt, darum zu streiten. Es sind alles viable Games. Es ist wie mit PS3 damals, heute halt PS4, so ist kaputt, super geschafft. Gegen Xbox One, die ich mal X-Bone im Übrigen lustigerweise nenne. Genau das gleiche Prinzip. Alles gute Systeme, alles gute Spiele. So, dementsprechend ist Hotz auch richtig geil. Und diese Map ist richtig nice. Mal ein bisschen düsterer, gefällt mir gut. Und ja, viel Spaß. Sylvanas kommt nämlich dann als nächstes. Das war jetzt nur die Map. Ich brauche erstmal Gold, damit ich mir Sylvanas kaufen kann. Ja, bis dann.